Ist in die Mauer gewachsen. Aber da ist es nicht geblieben. Ich hasse Dämonen. Wem sagst du das? Stockwerke müssen wir wohl noch runter. Keine Ahnung. Ist ein großes Gebäude. Ja.
Diese Drachenwaffe ist beeindruckend. Ja, ist sie. Herunter. Wir sind fast draußen. Stimmt es, dass Isaac die alte Garde erledigt hat? Fedra, ja. Ich habe gehört, er foltert Leute. Lass uns jetzt nicht darüber reden. Okay. Hast du schon mal wen gefoltert? Lev, lass uns erstmal von hier verschwinden. Oh!
Du kannst die Maske abnehmen. Der Weg gewesen. Keine Infizierten. Cool, Ed. Lass uns den anderen nicht sagen, was los war. Ich will nicht, dass Sarah sich sorgt. Kann ich dich was fragen? Okay. Bereust du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Reue. Lev. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. Ich bin ein Wolf! Nicht schießen! Ich bin's! Abby! Abby? Das ist Abby! Scheiße! Ist sie allein? Tor aufmachen! Hey Leute! Scheiße, bist du hergeschwommen? Oh, das Boot hatte einen Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac.
Was braucht er? Kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Wie kommen die immer noch an neue Rekruten? Vielleicht verpassen sie allen Eindringlingen eine Gehirnwäsche. Räumt ihr hier immer noch auf? Yep, eine nach der anderen. Sind da noch Vorräte drin? Oh ja. Hey. Abby. Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was er nagt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo... Abby. Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Streck die Hände aus. Die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber... Es ist hart da unten. Ich komm klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora! Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor, wenn Mel den Arm... Moment. Alles okay. Also, was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Das wird total überwuchert sein.
Super. Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja.